like you were already mine. Surreal to me how you make me feel wild and calm at the same time. Never felt so alive. Thought I was crazy until I reached out. Da sind wir auch schon wieder, wie eben schon im Chat geschrieben. Ich hatte wieder einen kleinen Disconnect bei Twitch. Scheint heute viel los zu sein. Wie schon angesprochen, da scheint so ein Event im Gange zu sein, was anscheinend ja sehr viel Twitch-Leistung zieht. Ich hoffe, dass wir jetzt noch einigermaßen vernünftig das durchziehen können, weil ich habe noch ein bisschen was vor. Gut, schauen wir einfach mal. Also wir waren dabei, hier die Leitung durchzuziehen. Und hier müssen wir jetzt mal weiterschauen. Mal gucken, wie wir das am besten lösen. Ja, Hitbox habe ich auch schon mal überlegt, aber eigentlich finde ich Twitch ganz gut vom Umfang her. Und wenn man so diese Support-Foren von denen verfolgt, die machen viel. Also die versuchen auch die Leistung zu bringen. Die Sache ist nur die, es wird halt immer mehr. Und dann gibt es halt irgendwann Probleme und also die arbeiten dran. Habe ich wohl schon so mitbekommen, dann warten wir einfach mal ab. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt wechseln, weil, ja, nee. Sollte eigentlich so gehen. Gut, was ich machen wollte, war folgendes. Wir haben ja... warte mal, nee, irgendwas wollte ich machen. Wir hatten doch... Was hatten wir das denn? Ach, hier, genau. Redstone Energy Flux Duct. Und der Kollege ist endlich durchgelaufen. Jetzt haben wir hier ein bisschen Redstone über. Das macht nichts. Da können wir nachher noch die Flux Ducts, die wir noch brauchen, mit befüllen. Und die Kollegen kommen erstmal hier... Ach nee, die müssen wir noch umbauen. Genau. Das machen wir jetzt erstmal. Schmeißen wir die Kollegen da rein. Da haben wir sie. Empty, genau, die brauchen wir. Zack. Oh, hat sogar gereicht. Sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, wir bauen hier nochmal eben den Rest soweit durch. Die waren hier drin, die Kollegen, genau. Rein mit... Ach nee, wir müssen noch den anderen Kram zusammencraften, genau. So, wie waren das nochmal? So. Ein Stack, ja, machen wir erstmal ein Stack, das sollte gehen. Machen wir mal. Gut. Ich denke, das läuft und jetzt sollten wir uns mal langsam wieder Gedanken machen, wie wir das Cryo-Dingens hier verlegen. Wir haben noch 23 Stück. Ach, ich laufe schon wieder. Naja, egal. Schauen wir mal. Wir müssen hier auf jeden Fall
weiter nach unten. Ich überlege gerade, wie wir das hier am besten lösen. Weil wir müssen dann hier ja auch einen Ring von diesen Kabeln bauen, damit wir überhaupt überall Energie hinbekommen. Das heißt im Klartext, wir müssen hier nochmal kurz bei. Und hier hinten dann einmal rum. Wir gehen mit diesen Kabeln einmal im Kreis rum. Rein theoretisch würden da auch die Energy Conduits von Ender.io ausreichen. Und ich denke, so machen wir das auch. Also wir gehen hier mit den Ender.io Kabeln rum. Da können wir nämlich wieder Facades drum bauen. Und ich glaube, dann sieht das gar nicht so schlecht aus. So. Ist immer ärgerlich, wieder was abzubauen, was man vor einer Stunde oder zwei hingesetzt hat. Aber das wird uns noch öfter passieren, das kann ich euch garantieren. Wo du das neue Java bekommst. Javas, das sind diese Viecher von Star Wars, diese Wüstenviecher. Da am besten mal nachfragen. Die haben immer die aktuellste Java-Version da. So, dann sind wir hier einmal rum. Perfekt. Gut, genau. Wir brauchen diese Energy Conduits. Jetzt muss ich mal schauen auf der Minimap. Ich sehe nicht viel auf der Minimap, sehe ich gerade. Genau, in die Richtung müssen wir dann raus. Ich sage, wir fangen hier schon mal an. Dann wissen wir schon mal. Ach so, die lassen sich nur per ME-Kabel anschließen. Wie machen wir denn das? Oder müssen wir den Controller anschließen und der Controller versorgt dann die Energy Cells? Verdammt, wie war denn das nochmal? Nimmt er die Dinger an? Nee, gut. Also dann werden die wahrscheinlich nur durch den Controller befeuert. Das heißt, wir werden mit der fetten Leitung den Controller anschließen und von da aus dann per ME-Kabel an die Geräte gehen. Das heißt, wir brauchen die Sachen hier gar nicht. Scheiße. Wieder viel zu viel. Wobei, da können wir das ME-Kabel verlegen. Wobei es sinniger wäre, wenn wir mit einem ME-Kabel einfach hier rangehen. Verdammt. Ja gut, Fehler meinerseits. Wir bauen das wieder zu. Oder lassen wir das zur Sicherheit erstmal auf. Ich lasse es erstmal auf und dann gucken wir mal. Ich hole mal eben noch ein paar ME-Kabel. Wir hatten ja welche gebaut. Glaube ich zumindest. Warte mal, Kabel E. Wir wollten welche bauen. Und da fehlten die Dinger. Genau, das war das Problem. Wir brauchen auch erstmal nicht so viele. Ich mach mal hier 20. Ja. Lux Crystals mal wieder. Und das waren die mit dem Charged, ne? Warte mal. Wie gesagt, ich komme bei den beiden immer durcheinander. Genau, Charged, Nether Quartz, Redstone. Okay. Nein. Scheiße. So. Redstone haben wir auch noch da. Dann brauchen wir noch Nether Quartz. Ja. Jetzt müssen wir eigentlich auf den Kollegen hier warten, was ein wenig dauern kann, dummerweise. Ja. Weil manchmal brauchen die Dinger echt lange, um sich aufzuladen. Wir haben es ja gerade gesehen, es dauert wirklich lange teilweise. Ah, das ist blöd. Das ist sehr, sehr blöd. Aber da kann man, glaube ich, nichts machen. Ich werde nochmal eben kurz in den ME-Raum zurückgehen. Denn wir müssen uns langsam mal Gedanken machen, wie wir das am besten zusammenbasteln. Also wie gesagt, wir führen nachher vier fette Dance-Cable-Leitungen nach oben, gehen dann in jede Richtung einmal weg und haben dann dementsprechend genug Platz. Was man hier unten noch reinbauen könnte, wären zum Beispiel diese Server-Racks, also die ME-Drives. Vermute ich zumindest mal. Die könnte man hier noch mit hinstellen. Dann hätte man die auf jeden Fall auch schon untergebracht. Die Frage ist nur, wo wir die hinsetzen. Die könnte man hier mit reinsetzen. Ach, das wäre viel zu viel, glaube ich. Das wäre viel zu viel, wenn wir die damit reinsetzen. So viele brauchen wir gar nicht. Eventuell setzen wir die hier unten einfach mit an die Kante ran. Das könnte funktionieren, weil dann sparen wir uns nämlich auch die ME-Kabel. Dann können wir hier unten einmal so ein bisschen, sagen wir mal, warte, hier 3, 6, 9, 12 von diesen Drives hinzustellen. An jeder Seite halt 3.
dann sollte das laufen. Ich weiß auch nicht, ob man die überhaupt anschließen muss, wenn die direkte Verbindung hat. Nee, muss man nicht. Wir haben einen Follower. Kev ist der beste 2. Ja, dankeschön und willkommen in der Jummel Unity. Ich muss mal eben gucken, wie wir das hier gelöst haben. Ich glaube, die sind nämlich auch nicht angeschlossen. Die sind direkt dran, ne? Doch, die sind angeschlossen, aber das ist reiner Zufall, glaube ich. Ja, sollte passen. Ja. Ja, 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 gut. Viel besser wäre noch, wenn wir jetzt diese Certus-Quarz-Geschichte haben. Wir haben schon... Ja gut, damit kann man erstmal arbeiten. Warte mal, dann machen wir das so. Machen wir erstmal 60, ist ja kein Thema. Hä? So. Gut, das Zeug schmeißen wir wieder in unsere Pfütze rein. Zack, zack, zack. Und da ploppt es schon nur so vor sich hin. Sehr gut. Und dann können wir uns unter Umständen vielleicht endlich mal ein paar ME-Cable craften. Achso. Bist du noch mit irgendwas beschäftigt, oder was? Ach ja, genau. Ja, lassen wir das erstmal. Das können wir nachher wieder in Auftrag geben. Passt schon. Cable. Next Start. Genau. Oh, das ging fix. Warte mal, dann könnten wir... Ach nee, könnten wir vielleicht noch ein paar mehr bauen, wenn das geht, oder? Ja, geht. Sehr schön. Dann machen wir die auch noch. Dann haben wir erstmal ein Stack-Kabel. Das ist doch wunderbar. Und dann können wir noch mal gucken, dass wir ein bisschen Charged Certus-Quarz bekommen. Vielleicht so 30 Stück erstmal. Kannst ja schon mal mit anfangen. So. Dann gehen wir zurück zum ME-System. Zum kommenden ME-System, sagen wir das mal so. Huch. Und im Prinzip können wir das, glaube ich, so lösen. Genau. Aus Symmetriegründen machen wir das mal so. Da kann man sogar noch wunderbar unten durchlaufen. Sehr schön. Na komm, so. Dann haben wir hier auch einen kleinen Energiepuffer drin. Gefällt mir richtig gut. So. Gut, dann haben wir das schon mal. Gut, als nächstes müssen wir dann sehen, dass wir hier die fette Leitung ranlegen. So, ich muss ja... Ich habe mich gerade ausgesperrt. Scheiße. Das war ziemlich dumm von mir. Machen wir später wieder zu. So. Also, fette Leitung. Wir werden uns hier mal runtergraben. Du kommst auch mal kurz weg. Und dann schauen wir mal, wo wir unten rauskommen. Wenn wir dann unten irgendwo rauskommen, ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Guck mal eben, auf welcher Höhe wir da sind. Wir sind auf 34, genau. Werden wir hier auch auf 34 runtergehen? 34, genau. Dann müssten wir in die Richtung. Na, warte mal, ich guck noch mal eben zur Sicherheit. Ja, genau. Gold richtig. Guck an. Da wären wir schon. Gut. Tendiere dazu, das Kabel hier unten irgendwo wieder zu verlegen. Und dann geht das hier unten einfach ran. Wahrscheinlich wird der Core gleich unsere gesamten Energiereserven aufsaugen, aber das ist mir erstmal egal. Denn dafür können wir ja Abhilfe schaffen. So, 24 haben wir noch. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Vermutlich nicht allzu weit. Mal sehen. Ja, habe ich befürchtet. Aber das ist schon mal ein Anfang. Gut, gehen wir eben kurz nach Hause und gucken mal, was die anderen Kabel sagen. Wir haben ja welche in Auftrag gegeben. 24. Wir brauchen noch mehr von dem Zeug. Genau.
Ja, machen wir nochmal einen Stack. Rein damit und weiter geht's. Na, dieses Gewitter hier. Hä? Ach, ich Idiot jetzt. Jetzt habe ich die Empty-Dinger mitgenommen. Warum mache ich sowas? Es ist schon spät, Leute. Ich wollte auch die mitnehmen. Ach ja. Es ist spät. Genau, das Ding connectet sich sogar. Coole Sache. Oha, Disco! Die Kollegen laden sich auch auf. Wow. Krasser Shit. Ja, cool, dann haben wir das schon mal. Gut, dann könnten wir hier so theoretisch das Ding wieder raufsetzen, den wieder da reinsetzen. Und hier dieselbe Prozedur wie oben mal eben machen. So. Und hier machen wir die Wand einfach wieder zu. Und hier natürlich auch. Nee, das machen wir nicht, sonst haben wir nicht genug. Ja gut, zur Not müssen wir neue holen. Ist ja nicht so teuer. Nein, da nicht so. Nee, passt. Wunderbar. Gut. Dann hat die Kiste auf jeden Fall schon mal Energie. Und saugt unsere Reserven förmlich aus. Ich spüre das schon richtig. So, ab nach oben. Gut, jetzt müssen wir mal schauen. Achso, hier oben können wir wieder zumachen. Hä? Achso, nee, passt. Sah gerade ein bisschen komisch aus. Aber ist ja egal. Ja, nice. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das Kabel hier oben weiter verlegen. Dann können wir nämlich auch hier den Laser Drill vernünftig anschließen und brauchen hier keine drei parallel laufende Leitungen mehr, weil alles ganz easy going über das Kabel ablaufen kann. Das passt wunderbar. Die Frage ist im Moment noch das Wie. Folgendes, nochmal kurz zur Erklärung. Ich habe mir das so gedacht, habe ich ja wahrscheinlich schon in einer YouTube-Folge mal erwähnt, dass wir einmal alle Energieerzeuger, die wir haben, sei es der Generator oben, sei es die Dynamos und sei es die Solarzellen, dass wir die an eine Leitung hängen, die die Energie hier reinleiten. Oh, der ist leer, wollte ich anmerken. Dann wird eine Leitung von diesem Kern an die Verbraucher angeschlossen, sodass wir quasi hier den Kollegen als Puffer benutzen. Und dann passt das, glaube ich. Ziel von dem Ganzen ist, dass die, also dass alle Verbraucher oder dass kein einziger Verbraucher mehr an irgendwelchen Energieerzeugern angeschlossen ist, sondern dass wir den wirklich zwischen allem stehen haben, dass wirklich nur die gesamte Energie erstmal hier reinläuft und dann von den Verbrauchern wieder rausgesaugt wird. Ich denke mal, das passt. Und diese Zwischenspeichergeschichte, die kommt nachher wieder weg. Ja, so ist der Plan. Wir sehen schon, da geht einiges runter. Aber irgendwie auch nicht so schnell. Oh, unsere Draconium-Blöcke sind voll. Nice. Ich möchte jetzt aber keine neuen reintun. Die können wir erstmal ins System schmeißen. Huch. Dann sind wir die nämlich schon mal... Ach, da sind die anderen Zellen geblieben. Hahaha. Witzig. Oh Mann. Ich habe mich schon gewundert, weil ich hatte die eigentlich gecraftet und dann waren die auf einmal weg und dann waren die einfach im anderen Terminal. Diese Schweine. Oh, 24 haben wir noch davon. Sehr gut. Dann schlage ich mal Folgendes vor. Wir werden diesen Reaktor mal ein wenig verkabeln. Und zwar... Boah, das wird echt Fummelkram, ne? Das wird wirklich Fummelkram. Wir machen Folgendes. Wir machen hier mal eben die Gerätschaften weg. Gehen dann... Oh. Ja, hier ist noch eine Leitung. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo die alle hinführen. Das ist so lange her, wo wir die verlegt haben. Das kann ja was werden. Okay, pass mal auf. Wir machen mal eben hier einen Break. Aha. Und da wären wir auch schon. Genau.
Da könnten wir das Ding eigentlich mal durchlegen. Und dann gehen wir hier irgendwie an so ein Dings ran. Okay. Oh. Mittendrin statt nur dabei. Da haben wir wieder die Verbindung hergestellt. Das heißt, die Sachen laufen alle wieder. Ja. Und hier ist dieser komische Block, ne? Da müsste halt nur noch mal Glas drauf. Und dann läuft das. Oder drunter. Ja, genau, drunter. Dann können wir nämlich hier oben ganz easy rangehen. Gut, dann haben wir das schon mal. Achso, siehst du, hier ist ja noch Glas dran. Sehr gut. Aber du gibst. Ja, genau, du gibst Energie ab vom Kern. Das ist sehr nett. Und du gibst Energie zum Kern. Ich habe die Partikel ausgestellt, deswegen sieht man gerade nichts. Ja, gut. Das war ursprünglich eigentlich nicht geplant, dass wir hier rauskommen mit der Leitung, aber an sich ist es, glaube ich, ganz praktisch, wenn wir das so machen. Genau, also, der gibt Energie ab. Das war der Plan. Wie machen wir weiter? Wir müssen... Es ist momentan echt ein bisschen tricky, da muss man echt ein bisschen nachdenken. Du gibst auch Energie ab, genau. Dann gehen wir nämlich... hallo? Ist wieder so ein... Game Lag? Oder was ist das hier? Ach so. Nee, geht. Alles klar. Gut, dann machen wir das nämlich hier nämlich parallel zur anderen Seite. Das heißt, wir müssten hier wieder nach oben gehen. Bin gespannt, wo wir rauskommen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwo unterm Reaktor, oder? Kann das sein? Mal schauen. Oh nee, wir sind... Oh mein Gott. Wir sind unter unserem Wither Farm Raum. Das ist schlecht. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das lösen. Hier ist wieder so eine Billigleitung. Keine Ahnung, welche Leitung das ist. Ach so, wir sind hier unterm Reaktor. Okay. Und das ist diese Zwischenspeicherbank, ne? Oder? Nee, das scheint irgendwas anderes zu sein. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier gerade sind. Warte mal. Doch, das ist die Zwischenspeicherbank. Sehr gut. Okay, dann machen wir das nochmal eben weg. Ja, das ist sie. Perfekt. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier am besten hochgehen. Oh, das wird so ein verdammter Fummelkram hier. Aber deswegen machen wir das im Livestream. Genau, hier war die andere Leitung. Oh Gott, das wird so kompliziert hier. Verdammt nochmal. Das ist unglaublich. Und wir haben keine Leitung mehr. Gut, dann haben wir uns gerade eingesperrt. Nee, haben wir nicht. Wir können hier eigentlich ganz easy wieder rausgehen. Also Fakt ist, wir brauchen viel mehr von diesen Cryo-Stabilized Flux Ducts. Und das heißt auch, wir brauchen mehr von diesen Redstone Flux Ducts. Duct-Dinger-Bummensten. Ihr wisst, was ich meine. Redstone. Aha. So sind sie leichter zu finden. Wir brauchen Redstone Energy Flux Duct, genau. Und dafür brauchen wir die Empty-Geschichten. Und wir haben kein Elektro mehr. Das heißt, wir brauchen wieder Gold. Schmeiß mal den ganzen Kram jetzt da rein. Dreimal Gold und dann gönnen wir uns nochmal dreimal Silver. Und schmeißen das mal in den Alloy-Smelter. Zack, zack. Erst schmeißen wir oben rein, dann passt das.
Des Weiteren bräuchten wir eventuell noch mal was von diesem hardened Glas. Wie war das nochmal? Ah ja, genau. Obsidian Dust und Lead Dust, genau. Haben wir da noch was von? Warte mal. Achso, wir haben... Oh, wird aber nicht reichen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr. Das heißt, wir können schon mal... Ach nee, oben wollte ich suchen. Wir können schon mal Obsidian vorbereiten. Da ist nichts mehr drin. Genau, gut. Dann schmeißen wir das Zeug hier rein und kriegen dementsprechend noch Obsidian raus. Sehr gut. Okay, Lead brauchen wir auch noch, aber ich denke mal, wir warten erstmal, bis der hier durch ist. Das wird noch ein... Achso, jetzt. Wird vermutlich noch ein Weilchen dauern. Wir kriegen hier eine ganze Menge von dem Zeug raus. Was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, ist Redstone. Machen wir nochmal 3 Stacks hier oben rein. So. So schaut's aus. Ja, das sind ein paar Stacks, aber das ist okay. Achso, genau. Ich wollte noch ein bisschen Lead holen, richtig. Wundert mich, dass er das Silber mal so spät nachholt. Aber naja, ist mir egal. Ich trinke mal schnell ein Stückchen Kaffee. Moment. So. Ah ja, jetzt macht er weiter. Okay. Genau, so die Energie vom Reaktor geht schon mal runter. Und dann müssten wir später mal gucken, dass wir... Ja, wie machen wir das? Ja genau, hier sind wir ja bis hier gekommen, genau. Also die Energie vom Reaktor, die wird jetzt einfach nur runtergelegt zum Energy Core als Eingang. Leute, das wird wahnsinnig kompliziert. Wir müssen das ganze Energiesystem, also es wird jetzt komplett umgestellt. Und auf maximale Leistung optimiert. Muhaha. So, wie schaut's aus? Zwischen was geht hier schon? Ich denke mal, das können wir einfach so hinterher schmeißen hier. Der Kollege ist gleich durch. Da haben wir wieder einiges an Elektrum gebaut. Sehr gut. Und der sollte eigentlich automatisch jetzt anfangen mit dem harten Glas. Jawohl, läuft. Super Sache. Nehmen wir den Kram schon mal mit. Achso, hätte ich gleich reinlegen können. Naja gut, irgendwas ist ja immer. Machen wir nochmal die 60. Viel Spaß damit. Ja, und ich vermute mal, dass wir auch davon noch was gebrauchen können. Wir haben noch einen Stack LED, sehe ich gerade im Inventar. Gleich mal raus damit. Dann das mal kurz weg, das da rein. Hatten wir hier noch das Rezept liegen? Ne, hatten wir nicht. Stop. So. Ach ne, ich wollte eben hier gucken, weil wir brauchen noch was von dem Zeug hier. Machen wir auch nochmal einen Stack fertig. Das können wir schon mal... Genau, können wir schon mal hier unten reinschmeißen. Ach du Garg, genau, wir bauen einen Warp-Kern. Der PC hebt nachher ab. Ich habe immer das Gefühl, dass mein PC abhebt, wenn er am Videos rendern ist. Dann schon. So. Zack. Wollte ich machen und, wie schaut's aus? 60, jawohl. So muss das sein. Dann klatschen wir die hier mit rein und haben 55, verdammt. Aber wir haben ja glücklicherweise hier ein bisschen harten Glas in Auftrag gegeben. Ich denke mal, das reicht auch für den Rest. Bester Gamer, hör auf mich hier bei Twitch zuzuspammen. Das geht mir auf den Sack. So. Kann man diese
Funktion eigentlich irgendwie ausschalten? Dann muss ich mal gucken. Gut, da werden die nächsten Leitungen fertig gemacht, die wir so dringend brauchen. Aha, okay. Naja, von mir aus. Der ist anscheinend durch. Was fehlt dir denn? Ach so, Obsidian. Ja gut, das kriegen wir hin. Das ist, glaube ich, das geringste Problem. So, weiter geht's. Das kann da noch mit rein. Wie schaut's hier aus? Ja, der hat noch ein bisschen. Ich würde sagen, wir bauen noch mal ein paar davon. Machen wir noch mal 60 Stück, genau. Brauchen tun wir die so oder so irgendwann. So. Ach so. Okay, naja, von mir aus auch so. Gut, dann haben wir das auch. Ja, der Kollege kommt langsam aber sicher voran. Wir machen noch mal einen Stack von dem anderen Gedöns. Hat nur 32. Achso, die Schneebälle fehlen. Warte kurz. Das ist, glaube ich, eine unserer leichtesten Übungen. So. Mach einfach noch. Ach, na, egal. Mach einfach nochmal den Stack voll. So, 64 Stück. Können wir gleich hier mit reinkloppen und dann passt das. Also, ich merke gerade, das wird ein verdammt riesengroßes Unterfangen, hier diese Energieleitung noch hinzuziehen. Also, das ist echt unvorstellbar. Ich weiß nicht, ob wir das in diesem Stream eiskalt durchziehen werden. Muss ich mal schauen. Aber vielleicht heben wir uns davon noch was für den nächsten Stream auf. Mal gucken. Weil das ist echt ein Monsterprojekt. Was ich aber auf jeden Fall noch schaffen möchte heute, ist diese Energieverteilung. Damit wir damit mal klarkommen hier. Aber wir brauchen erstmal die Kollegen. So, ich nehme mal die 27 hier mit, dann füllen wir... Ach nee, warte mal kurz. Genau, die müssen wir noch umbauen. Ach, tun wir da mal rein, passt schon. Zack, zack. Ein Glas mehr. Oh Mann. Also es ist wahnsinnig ressourcenaufwendig, das Ganze. Aber ich muss sagen, es macht auch einen Heiden Spaß. Oh. Achso, da ist der dritte Baran gelandet, okay. Silber, 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 oh, warte. Silber, genau. Ich mach das mal hier über den Induction Smelter. Bester Gamer schreibt gerade durchziehen. Ja, mal gucken. Also, wir werden auf jeden Fall noch eine Weile machen. Weil das Energiesystem an sich, das wird noch ein wenig Arbeit in Anspruch nehmen und daher, ja. Bleibt uns im Prinzip keine andere Wahl, als noch ein bisschen was zu machen. Schauen wir mal. Gleich nachfüllen hier. So. Und den einen Stack schon mal weg. Den einen machen wir noch. Ich bleib mal so lange hier stehen, ist ja egal. Wie gedacht, gesagt, wir brauchen uns ja hier nicht hetzen. Wir haben ja Zeit ohne Ende eigentlich. Ach nee, Sascha. Ich hab vorhin geduscht, das passt schon. So, nehmen wir die mal manuell raus, schmeißen da den Rest rein. Den Rest kann von mir aus der Importbus übernehmen. Rezept für Elektrum, ja. Können wir machen. Habe ich auch schon überlegt, aber die Tatsache, dass vorhin das ME-System so rumgebackt hat, habe ich das erstmal gelassen. Und es fehlt wieder Abendglas. Hui. Na, das lohnt sich aber. Haben wir hier noch? Ja, haben wir noch. Wie schaut es hier aus? Joa. Kann man so machen. Gut, dann haben wir die auch durch. Sehr gut. Hier können wir schon mal nachlegen. Genau, dann haben wir da noch ein Stack drin und wir nehmen das Ding mal raus. Und machen uns nochmal ein bisschen was von dem Kryotheum-Gedöns. So. Ach ne, können wir hier eben... Nein. Können wir ja hier eben gucken, würde ich sagen. Zack. Hauen wir da nochmal einen Stack rein.
So, jetzt haben wir 56 von diesen Ryo-Stabilized Flux Ducts. Gucken mal, was wir damit anstellen können. Ach ja, genau. Ich muss mal gucken, hier müssen wir irgendwo rein. Und das ist ja im Prinzip eine Verbraucherleitung. Das heißt, das Ding müsste... Im Prinzip, ja genau, ist ja an dem angeschlossen. Und du leitest das auch raus, ne? Genau, richtig. Okay. Achso, in diese Richtung hier müssen wir gar nicht. Wir müssen das Kabel, das müssen wir in diese Richtung verlegen. Genau. Am besten gleich genau da, wo das Kabel gerade liegt. Machen wir hier mal das Ding und hier reißen wir mal alles ab. Naja, nicht alles. Oh, das ist aber ein... Das wird eng. Also ich kann hier nichts abbauen, weil hier der Fußboden ist und hier ist die Decke von unserem Wither-Raum. Machen wir das mal so. Ich glaube, ich weiß, wo das Kabel rauskommt. Und seht mir bitte nach, dass ich nicht mehr hier alles weiß. Weil wo wir... Hä? Wo diese... Hallo? Hä? Wo diese... Aha, geht doch. Wo wir diese Kabel verlegt haben, das war noch recht zu Beginn des Let's Plays. Und hier müssen wir rauskommen. Irgendwo. Frage ist wo. So, jetzt sind hier... Ender Fluid Conduits mit dabei. Ich baue mal hier ab. Guck an, da sind wir ja schon. Ja, nice. Wo gehen denn die Fluid-Leitungen hin? Welche sind denn das? Ach so, das ist der von dem Slaughterhouse. Okay, ja, passt. Gut, dann können wir hier, was die Kabel angeht, auch endlich mal aufräumen. Na komm. Lande mal hier auf der... Nicht auf der Kiste. Dann landen wir vielleicht hier. So. Also, mal weg mit dem Kabelsalat. Und auch hier muss ich gucken, wo die Leitung hingeht überhaupt. Die geht hier einmal durch, genau. Und die müssen wir auf jeden Fall auch neu verlegen. Ja, die müssen woanders längs. Hey Leute, das wird ein Monster-Ding, hier alles neu zu verlegen, aber... Wenn wir das einmal haben, dann haben wir's. Naja, gut. Jetzt müssen wir nochmal schauen, wo wir... die fette Leitung längs bauen. Das ist momentan noch so eine Frage. Eventuell... legen wir die hier einfach komplett ganz stumpf hoch. Dass wir die nachher auch oben im Haus liegen haben. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Auf jeden Fall können wir hier nochmal aufräumen. Gut, hier hängen die Kabel auch mit dabei. Hä? Wo sind unsere Schweine? Wieso sind denn alle Schweine weg? Komplett? Ach, egal. Juckt mich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, aber das ist irgendwie komisch. Denn in dem Feld war das ja klar, dass sie mir weggebackt sind, aber das andere war eigentlich stabil. Hm. Naja gut. Regen wir uns nicht drüber auf. Des Weiteren haben wir hier auch noch so einen Kollegen. Ich wollte mal die Level wegbringen, jetzt stürzt das Spiel wahrscheinlich wieder ab. Naja, Glück gehabt. Jo, Steffen, das war der Plan, also diese Billigkabel sollten sowieso nachher alle weg. Und generell, hier können wir auf jeden Fall schon mal damit anfangen. Warte mal. Ach nee, das Fluid Duct ist hier vorne dran. Okay, alles gut. Allerdings für diese Farm brauchen wir das auch nicht unbedingt. Naja, mal gucken. So. Hier das Ganze eigentlich auch. Ja. Das wird schon irgendwo eine monströse Aufgabe hier mit den Kabeln, ey. Das ist echt übel. Ja, unterirdisch sowieso. Die sollen nachher nicht mehr zu sehen sein, ja. Hier, die Kabel, die müssen wir auch mal gucken, wo wir das Ding anschließen. Und zwar, die gehen ja hier an dieses Energy-Dingens ran. Und die Dynamos, die sollten eigentlich auch an den einen Import mit ran. Also quasi an diesen Kollegen hier. Ne, Moment mal. Warum sind denn jetzt beide auf raus? Das verstehe ich nicht. Hä? Warum sind jetzt wieder beide auf raus?
Ah nee, passt schon. Alles gut. Oder? Genau, der geht zu den Verbrauchern und der geht zu den Verbrauchern. Ja, nee, alles gut, passt schon. Genau, hier. Nee, warte mal. Ich bin gerade richtig verwirrt, weil das echt kompliziert ist mit den scheiß Kabeln. Wir sind doch bei dem einen, sind wir doch vom Generator rangegangen, oder nicht? Das war doch der hier, der sollte aber eigentlich in den Kern leiten. Genau, jetzt füllt er sich auch wieder auf und der Reaktor sollte sich jetzt entladen. Genau, ist gerade leer geworden. Richtig, so wollte ich das eigentlich haben. Ja, und hier müssen wir halt sehen, dass wir den Kabelsalat abreißen. Gut, machen wir erstmal was Einfaches. Ich muss mal langsam wieder klarkommen hier. Das ist echt nicht leicht. So, dieser Tesseract hier, der macht mit Energie ja eigentlich nichts, ne? Genau, der ist blockt, wunderbar. Dann können wir hier locker easy die Energieleitung entsorgen. Und durch die gute ersetzen. Ja, schließt sich jetzt an, aber macht nichts. Gut, hier auch dasselbe. Hier müssen wir nochmal gucken, dass wir das eventuell umsetzen. Mal sehen. Ja. Jetzt müssen wir die Facades auch noch wieder abbauen. Das könnte ja was werden. Hier ist auch blöd. Die Ender Chest werden wir vermutlich umsetzen, dass die direkt auf der Kiste von dem Laser Drill steht. Und den Tesseract müssen wir dann dementsprechend auch umsetzen. Und dann kriegt auch die Ender Quarry Energie von unserer Hauptleitung nachher. Ja doch, ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Das heißt, wir müssten im Prinzip mal den Laser Drill ausschalten. Ja, jetzt müssen die Facades halt weg, ist ärgerlich. Haben wir uns damals echt Mühe gegeben, wo wir das aufgebaut haben, aber nee. Das muss jetzt anders. So, Laser Drill ist vermutlich offline. Ja, sieht ganz so danach aus. Ich nehme mal die Facades trotzdem mit. Wer weiß, wofür man die noch gebrauchen kann. Mal schauen. Jo, dann das nächste Ding. Ich muss mal hier die Decke kurz einreißen. So. Steffen, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Wasch dir mal die Füße, dann rutscht der Dreck nach. Huhu. So, die olle Kabelgedönsleitung kommt weg. Da sollte jetzt eigentlich nichts mehr kommen. Dann können wir nämlich hier die gute Energy Pipe auch durch die Mitte legen. Dann sieht das einigermaßen symmetrisch aus. Und ja, sollte passen. Ach, da oben ist ja unser Sludge-Spoiler. Hi. Da könnten wir das hier auch mal wieder einigermaßen vernünftig bauen. Ja, sehr cool. Oh, da ist gerade was verbrannt. Oh oh. So, Glück gehabt, hat funktioniert. Ist hier irgendwas drin? Nein, dann können wir die Kiste hier abbauen und setzen die Ender Chest halt direkt drauf. Hui. Nein, wir haben die Kiste verloren. Naja, egal, ist nur eine Dia Chest. Kann man überleben, muss man aber nicht. So, du kommst mit. Zack. Und dann setzen wir die Kiste hier oben drauf. Wunderbar. Und hiermit müssen wir uns dann auch nochmal Gedanken machen. Das kann an sich weg. Wird heute alles optimiert hier. So, du kannst auch weg. Unser Inventar ist voll. Aber warte mal kurz. Sollten wir hinbekommen, die billigen Leitungen können weg, die Dinger können weg, das können weg. Nehmen wir das mal mit, das ist wichtig. Cobblestone with Panel, waren das die hier? Cobblestone? Dark Panel war das, okay, warte mal kurz, dann holen wir mal eben unseren Schüssel und machen das Loch hier zu. Cobblestone with Light Panel, Dark Panel, genau. Ja, passt, wunderbar.
Und dann haben wir hier schon mal die Ender Chest. Genau, das müsste ja dann automatisch rausgesogen werden eigentlich. Nur der Tesseract müsste dann wieder hier hin. Ender Query hat er noch drinne, wunderbar. Läuft. Auch mit den Energie-Settings, ne? Genau, Send Only. Okay, alles klar, das läuft. Ach, hier liegt noch ein Kabel, nehmen wir natürlich mit. Sicher ist sicher. Ach Leute, das ist so kompliziert gerade. Gut. Dann zum Thema Energieleitung. Wollen wir sie da, haben wir sie. Ach ja, genau, hier der Kram muss natürlich noch weg. Ich habe mir damals so recht ein kompliziertes System ausgesucht hier, muss ich ja gestehen. Aber irgendwie ist es dann doch zum Scheitern verurteilt gewesen. Lässt sich nun mal nicht ändern. Doch, lässt sich ändern, sind wir gerade dabei. Uha. So, hier muss alles weg. Muss mein Inventar aufräumen. Item Dots können weg. Das kann weg. Conduit für Sales können weg. Das kann erstmal weg. Und dann bauen wir hier mal eben die Leitung weg. Genau. So. Hier auf der anderen Seite kommt gleich. Also ich glaube, das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Hüpf, 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 wie die Items einfach hier am Rumhüpfen sind. Naja gut, die freuen sich auch, dass sie abgebaut werden anscheinend. Gefällt mir. So. Interessant wird es dann auch nachher, wenn wir es angeschlossen haben, um zu gucken, ob alles wieder funktioniert. Weil das ist momentan das, worüber ich mir am meisten Sorgen mache. Aber naja, mal schauen. Auf jeden Fall müssen die Facades hier weg. Ja, die müssen auch weg, leider. Kann man nichts ändern. Muss halt so. Und jetzt haben wir erstmal... Achso, hier sind auch noch mehr Facades. Ja, ich merke gerade, wir haben uns damals echt Mühe gegeben. Macht genauso eine Mühe, den Scheiß wieder abzubauen. Aber Leute, wenn wir das haben, dann haben wir wirklich ein richtig geiles Energiesystem. Wenn wir es denn haben. Ja, mit dem ME-System müssen wir gucken. Da werden wir auf jeden Fall noch einen zweiten Livestream für brauchen. Weil das werden wir heute auf jeden Fall nicht mehr schaffen. Das steht fest. Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin froh, wenn ich die Sache mit diesem Energiesystem fertig habe. Ich denke mal, das ist nachvollziehbar. So. Und ich werde es mir nicht so kompliziert machen, wie ich es vorhin gesagt habe. Wir werden hier mit der Leitung direkt rangehen. An den Generator. Wo geht das denn noch hin? Oh Mann. Was ist denn da? Ach so, das ist glaube ich die, sind die Solarpanels von oben, genau. Na gut, die können von mir aus da bleiben, das ist nicht so wild. Gut, dann hauen wir hier noch die Kabel weg. So. Uiuiui, was eine Monsteraufgabe. Gut, ich glaube, wir haben hier alles. Dann. Hier waren wir stehen geblieben, genau. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir das hier oben vielleicht ein bisschen schön bauen. Ach, ich habe die Carpenters Blocks weggehauen. Naja, ist egal, ist nicht so wild. Genau. Das hat wieder Vorteile, wir können nämlich hier oben wieder zubauen. Ist es der richtige Stein? Nein, natürlich nicht.
Welcher ist denn das hier? Das ist Cobblestone with Panel, okay. Cobblestone with Dent with Panel, genau. Das ist der Tesseract im Weg. Okay. Das macht nichts, wir gehen einmal außen rum mit dem Kabel, komplett. Ja, da kenne ich jetzt nichts. Kreisen wir den förmlich ein. So, die Ender Query hat jetzt wieder Strom, ne? Kann das sein? Die Frage ist... Hat sie Strom oder nicht? Ach nee, wir kommen ja von der Seite. Hier ist ja gar kein Saft angeschlossen, ne? Ist das so? Dann müsste der Controller eigentlich aus sein. Ich will nur noch mal eben zur Sicherheit nachgucken. Ne, der ist noch an. Weil diese Energiezellen wahnsinnig lange durchhalten. Krass. Krasser Shit. Okay. Gut, dann schließen wir den Rest an. Und dann sollte hier Energie ankommen. Das machen wir eben so. Wie gesagt, ich kreise das Ding jetzt einfach mal ein. Eventuell... Ah, nee, warte. Das machen wir vielleicht doch anders. Ach nee. Nein, das wird wieder zu kompliziert. Nee, pass auf, lassen wir so. Hatte gerade einen kleinen Gehirnfurz gehabt. Ist ja egal. Dann kann sich die Ender Crowy nachher auch nicht beschweren, dass sie keine Energie hat. So. Weiter im Text, hier oben. Bleiben wir, glaube ich, mal auf dieser Höhe und bauen den Rest dann wieder zu. Hier vielleicht mit Glas, Paints und hier an der Seite mit dem normalen Stein, der hier reingehört. Gucken wir mal. Hier kommen ja schon wieder die ersten Kabel zum Vorschein, welche wir mal abbauen. Huch. Ich habe das Gefühl, dass dieses Kabel für ganz schön viele Dinge zuständig ist. Ach, hier liegen auch noch Sachen. Oh, hier ist noch alles voller Kabel, ne? Jo. Okay, machen wir weiter. Huch. So, die müssen weg. Jetzt ist hier gleich erstmal alles offline. Wir haben auch nur noch 11 Stück. Aber wir hatten, glaube ich, oben noch welche in Auftrag gegeben. Das sollte ja passen dann. Alter Verwalter. So. Der ist angeschlossen. Soll er aber nicht, denn hier muss nochmal ein fettes Kabel hin. Und wir gehen mal kurz hoch. In der Hoffnung, dass da schon die nächsten Kabel für uns bereitstehen. Tun sie. Wichtig ist auf jeden Fall jetzt erstmal, dass wir den Kram anschließen. Ach, hier sind ja auch noch Kabel hinter. Yep. So. Der Reaktor sollte sich auf jeden Fall nicht beschweren. Stimmt, hier gehen auch noch die Kabel ab. Der hier geht zur Smeltery rüber. Genau. Und das andere Ding geht hier zur Mobfarm rüber. Und ich tendiere dazu, dass wir diese Kabel hier drin lassen. Wobei ich mal gucken muss, ob der noch angeschlossen ist. Aber ich glaube schon. Warte mal, wir reißen mal eben hier kurz ein. Wo geht denn das Ganze hin? Warte mal. Nehmen wir die Kohle mit. Ah ja, genau. Der ist angeschlossen. Perfekt. So. Dann haut das auf jeden Fall schon mal hin. Okay. Das heißt... Warte mal. Das sieht gerade jetzt hier ein bisschen blöd aus. Erstmal gucken wir was anderes. Ja, Ender Crowy arbeitet wieder und momentan scheint auch unser ME-System zu arbeiten. Darauf trinke ich mal einen Schluck Kaffee. Wer von solchen Kommentaren kannst du dir kneifen. So, wir machen mal eben kurz Päuschen. Und zwar bis 0:03, 0:04, so um den Dreh. Gucken wir mal, wie gesagt, kurzes Päuschen, wir sehen uns gleich wieder, nicht weglaufen. Bis gleich. Breathe it in. It's just now.
So, und da sind wir auch schon wieder. Ich denke mal, wir kommen jetzt zum letzten Part dieses Streams. Bis 1 Uhr oder so machen wir noch. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Energiesystem raubt mir hier gerade den letzten Nerv, so auch was die Konzentration angeht. Schauen wir mal. Ich muss mal gucken, dass wir vielleicht die Leitung hier oben, dass wir die einigermaßen mittig hinbekommen. Aber das sieht so ein bisschen komisch aus. Machen wir hier mal den Kram weg. Und bauen dementsprechend die Leitung hier mal kurz ab. Vielleicht können wir uns hier irgendwo draufstellen. Jawohl, wunderbar. So will ich das haben. Machen wir da eben den Klotz weg und hier. Und dann setzen wir an der Stelle wieder ein Conduit dran. Dann haben wir hier oben die Verbindung. Dann sieht das schon ein bisschen ja, angenehmer aus. Da müssen wir mal eben kurz mit den Stone Bricks wieder aushelfen. So, genau, dann haben wir hier unser Kabelgedöns. Und hier an der Seite müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht mit Carpenters Blocks arbeiten, dass wir hier so eine kleine Schräge reinbauen. Mal sehen. Reaktor ist leer, natürlich. Ganz klar. Die Sache ist die, ich bin mir nicht sicher, ob das hier funktioniert, weil wir kriegen hier nicht genug Energie, nur von dem Reaktor. Und die Sache ist auch einfach die... Ah, das ist schon wieder blöd. Weil wenn wir nicht mit allen Energiequellen auf einmal in den Kern reingehen, kriegen wir auch nicht genug Energie raus, um alles zu versorgen. Das ist momentan eine kleine Problematik. Die Sache ist die, reingehen in den Kern ist leicht. Wir müssten nur hier die Verbindung kappen, dann würden wir vom Reaktor aus reingehen. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Warte mal, hier, genau, der wird fleißig gefüllt. 628, 29 Millionen sind drinne. Und das ist, glaube ich, die Leitung, die auffüllt. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir die Leitung nachher dann kappen. Nee, das wird so nicht funktionieren. Wir müssen echt vom Reaktor in den Kern gehen und von dem Kern aus wieder raus ins Energienetz. Sonst klappt das System nicht. Ist ärgerlich, aber ist so. Und für den Anschluss müssen wir uns dann was einfallen. Oh, was einfallen lassen, das war einmal zu viel. Beziehungsweise der falsche. Sind die Gerätschaften mal kurz offline. Aber das ME-System scheint jetzt auf jeden Fall zu funktionieren. Also schon mal ein Lichtblick. So, genau. Hier geht nämlich die Leitung runter. Das, nein, die geht hoch, die geht ja hier rüber, genau. Die sollte ja auch eigentlich da bleiben. Okay, pass auf, dann gucken wir mal hier unten. Bei dieser lustigen Leitung, das ist nur... Genau, da geht das nämlich noch weiter. Das ist nämlich der Knackpunkt und der geht auch an die Leitung ran. Wobei, der kann bleiben. Der Kollege, der versorgt ja auch nur den Cyanide Reprozessor. Das heißt, wir können diese Leitung im Endeffekt kappen. Genau. Oh, huch. Klappt ja gut. So, ja, wie gesagt, die Leitung hier muss weg. Muss da mal rein, so. Gut, und die kann im Prinzip da bleiben. Gut, wir hätten auch die Facade da lassen können, aber nee, machen wir nicht. Das Ding können wir auffüllen. So, dieser Zwischenspeicher, der soll ja nachher sowieso weg. Aber das muss ich mir nochmal ganz genau überlegen. Der Kollege hat auf jeden Fall Energie. Und hier geht jetzt momentan gar nichts, weil alles hier unten drin ist. Genau, da geht momentan die ganze Energie vom Reaktor rein. Und hier geht irgendwas raus, wo es noch nicht viel bringt. Ja, Little Joseph, ich denke, wir müssen hier mit dem Tesseract arbeiten, weil wir ansonsten... Warte mal, ich zeige das mal eben kurz. Wir kriegen ansonsten... falsche Richtung... An dieser Stelle eine richtig hässliche Verbindung. Weil wenn wir mit dem Ding hier irgendwo runtergehen wollen, an den Kern ran, dann wird das einfach richtig hässlich. Und wir müssen, ob wir es wollen oder nicht, da mit einem Tesseract arbeiten. Das heißt, wir bräuchten rein theoretisch unten beim Kern ein Tesseract. Dann bräuchten wir hier ein Tesseract, der die Energie in dieses System einspeist. Und wir bräuchten dann nachher... Ah ne, hier hinten brauchen wir keinen, weil das ist ja schon angeschlossen mit der Leitung hier. Das ist in Ordnung. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen mal eben
2 Tesseracts. Ja. Haben wir da noch das Material? Da ist die Frage. Mal eben schauen. Oh, und ich muss mal hier ein bisschen aufräumen. So. Tesseract, genau. Das ist schon mal gut, in Anführungszeichen. Haben wir noch... Ja, ein bisschen was haben wir noch zur Sicherheit. Können wir ja erstmal reinschmeißen. Vielleicht brauchen wir es noch. Mal sehen. Jetzt haben wir kein Gerät frei, wo Enderium drin ist, ne? Verdammt. Wir müssten mal eben ein paar Schneebälle holen und das Redstone da raushauen. Haben wir noch Schneebälle im System? Ich glaube schon, ne? Ach komm, wir holen von unten welche. Hier aus der Kiste natürlich. Und dann müssen wir gucken, wie viel er hier braucht. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Ich glaube, Stefan, du verstehst nicht so ganz, worauf ich hinaus möchte. Deswegen machen wir das mal auf meine Weise. So, komm. Hier muss Redstone raus. Weil ansonsten können wir das Zeug schlecht mit Enderium auffüllen. Beziehungsweise mit Resonant Ender. Dauert jetzt ein Momentchen, aber naja. Man gönnt sich ja sonst nichts. Das ist Feed the Beast Infinity. Evolved, um genau zu sein. So, komm, mach leer. So, gleich haben wir's. Ich könnte schon mal ein paar Enderperlen holen. Ich glaube, die können wir reinschmeißen unter Umständen, weil ich denke mal, das reicht hier. Ja, genau, der ist gleich fertig. Das Ding können wir mal eben rausnehmen. So, hau rein. Drei Stück noch. Ja, dann kannst du im Prinzip schon mal anfangen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel da rauskommt. Oh, nicht allzu viel. Na, egal. Kriegen wir schon hin. So, der Kollege hat jetzt 500 drinne. Wir brauchen, glaube ich, 1000 pro Frame. Genau. So, dann müsste es eigentlich hinhauen. Gut, dann warten wir mal eben, bis das Ding voll ist. Dann craften wir die Tesseracts noch zu Ende und setzen das Ding unten ran. Mal gucken. Ich hoffe mal, dass es so läuft. Achso, ich habe gerade gedacht, wo ist das Ding hin? Aber ist ja in der Kiste. Alles gut. Passt. Gut, dann haben wir die beiden schon mal voll. Wunderbar. Hauen wir da rein und dann können wir hier unseren Tesseract zu Ende bauen. Was? Ach ja, das ist ja Bronze. Stimmt. Einmal und nochmal. Und schon haben wir die beiden Tesseracts soweit durch. So, dann folgendes. Dann gehen wir mal eben unten zum Kern. Ja, die Leitung kann sowieso weg dann nachher. Und hier die Leitung können wir nach außen stellen. Und da können wir eigentlich rein theoretisch die Tesseracts so draufstellen, wie sie gerade sind. Steffen, jetzt werd nicht frech, sonst gibt's eine Sendepause. So, der ist drauf. Und das Ding müssen wir nochmal eben konfigurieren. Wir nennen das Teil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist die Nummer 8. Und das Ding heißt Energy. Boah. Zack. Das heißt, das Ding macht Item gar nicht. Fluid Mode gar nicht. Energy
Send only. Das können wir ignorieren, sagen zack zack, dann haben wir das Ding drin. Und dann sollte er Energy senden, okay. Dann müssen wir den Tesseract hier oben noch hinstellen. Wir könnten ihn auch da vorne eigentlich irgendwo hinstellen, aber das ist jetzt egal. Ich setz den jetzt hier oben mit dran. Ja, machen wir. Dann haben beide Kabel wieder einen Anschluss, dass es läuft. Energy Core. Redstone ignored. Das ganze Ding machen wir nochmal eben auf Blocked. Blocked und Receive Only. Zack. Und dann sollten wir hier auch wieder Energie haben. Ja, sieht so aus. Genau, die Dinger müssen wir noch anschließen. Ich nehme jetzt einfach die fetten Leitungen, ist egal. Eigentlich wollte ich das ja mit den Ender-IO-Leitungen machen, aber IPA haben wir jetzt auch noch über. Das passt schon. Da kann sich hier auch keiner beschweren, dass zu wenig Energie da ist. Außer natürlich, es kommt nicht genug nach. Das kann natürlich sein. So, dann haben wir den Strang da hinten schon mal soweit fertig. Sofern ich nichts vergessen habe. Ja, Energie geht wieder runter, war mir klar. Weil halt noch einige Geschichten nicht angeschlossen sind. Gut, dann im Prinzip müssen wir das Ding jetzt langsam mal abbauen. Hier, wir fangen mal ganz easy mit den Kabeln an. Ja, den müssen wir auch nochmal umsetzen. So. Den... Was ist er denn jetzt hier? Genau, den Wireless Charger. Den könnten wir theoretisch hier mit dran setzen. Dann hat er auch gleich Energie. Genau. Das Kabel kann natürlich auch weg. Und hier mit den Anschlüssen müssen wir dann nochmal gucken. Das sehen wir dann eventuell. Ja. Könnten wir die eigentlich... Genau, wir könnten die Kabel hier vorne mit an den Generator anlegen. Ja, habe ich auch gerade gedacht, Little Joseph. Aber wir werden einfach noch einen davon bauen. Dann passt das wieder. Hallo? Hä? Anderes Thema, machen wir das mal so. Aha, geht doch. Das ist gerade ein bisschen fummelig, hier den Kram abzubauen, weil man hier schlecht irgendwo stehen kann. Aber wir können uns hier gleich irgendwo raufstellen, hoffe ich mal. Und dann sollte das wieder hinhauen. Oder auch nicht. Naja, egal. Ja, dann bauen wir das Ding eben so ab. Dauert ja auch nicht so lange. Oder so. Keine runtergefallen. Gut, auch nicht schlecht. Ach, hier oben liegen sie. Alles klar. Gut. Ey, das Ding raubt mir echt den letzten Nerv hier noch, ne? So, da haben wir einen Tesseract drauf und da haben wir noch keinen drauf. Genau, das ist die Leitung, wo Energie reingeht. Das ist die zum Reaktor. Richtig. Jetzt müssen wir gucken, dass wir diese Leitung hier so verlegen, dass die hier mit rangeht. Also die Leitung von den Dynamos meine ich jetzt. Das heißt, das Ding kann weg. Und solange ich die Wrench nicht in der Hand habe, sieht man auch nicht, dass hier mal ein Kabel war. Okay. Nee, das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Das muss weg. Sorry. Oh. Bin ich schon wieder voll? Yep. Dann können die Vibrant Cells erstmal weg. Und wir können ganz entspannt hier dieses Kabel abbauen. Leute, ernsthaft, das ist echt krank, was wir hier veranstalten. Das ist echt krank. Für die Leute, die sich das Ganze auf YouTube antun, demnächst. Ich würde es nicht machen. Oh Mann, so. Gut, dann hier weiter. Die andere Seite muss natürlich auch geändert werden. Obwohl gar kein Enderman dabei ist.
Gut, dann haben wir das auch. Und den anderen Stein werden wir sogar noch los. Sehr schön. Zack. Gut, dann könnten wir hier eigentlich mal die Löcher stopfen. Also da so und hier so. Genau, dann haben wir das auch. Hier könnten wir rein theoretisch auch schon mal zumachen. Und hier oben. Das ist doch bestimmt hier, warte, welcher ist das? Der Cobblestone with Dark Panel, genau. Dark Panel. Dann können wir nämlich hier oben schon mal nicht zumachen. Es fehlen 3 Cobblestone, ich werde verrückt. Warte mal kurz. Diggers Backpack. Cobblestone. 3 Stück brauche ich. Wunderbar. Genau, Sascha. Deswegen machen wir solche Sachen im Stream, weil das wäre für YouTube unerträglich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist schon recht übel. So, jetzt müssen wir schauen. Wir haben hier das Kabel. Das müssen wir am besten irgendwie an der Wand, ja, oder am Fußboden oder beides verlegen. Mal gucken. Wir könnten mal hier vorne rangehen mit den Kabeln. Pass auf, ich mach mal hier so einen Kabelschacht fertig, was wir nachher wieder mit Facades dicht machen. Selber auf der anderen Seite natürlich auch. Haben wir hier irgendein Kabel im Weg? Nee, haben wir nicht. Das heißt, wir könnten eigentlich, warte mal, das kriegen wir ganz easy hin, glaube ich. Wenn wir dieses Kabel hier einfach ein bisschen verlängern. Und dann einfach hier mit durchziehen nachher, genau. Und hier kommen dann nachher die Facades oben drauf. Dann sieht das keiner. Kommt hin, Stefan, kommt hin. Ein Glück haben wir so eine Livestream-Plattform, wo man das machen kann. Ey, das, ganz im Ernst, das wird sich doch sonst keiner so angucken, oder? Also ich würde es nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, auch das werden wir nachher mit den Facades verstecken. Keine Kohle da? Ach ja, stimmt, die Baumfarm hat momentan irgendwie auch ein Problem. Da könnten wir eventuell auch nochmal schauen. Aber die Hauptsache ist, wir schließen das erstmal an. Wird es hier gemacht? Genau, da sind wir hier unten in der Ecke hochgegangen. Perfekt. Ja, also die Fackeln hier unten, die stehen generell nur provisorisch da. Weil das ist echt so eine Dauerbaustelle hier. Und da werden wir nochmal gucken, dass wir da in naher oder ferner Zukunft eine Lösung finden. So eine Facade haben wir natürlich nicht da. Welchen Cobblestone haben wir hier denn? Cobblestone with Panel. Das ist der hier. Okay. Facade. Guck mal, hier haben wir sogar noch welche von denen. Da brauchen wir 4 Stück. So, ich mache jetzt mal eins nach dem anderen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin offen nach diesem Stream, aber komplett. Wir brauchen gar nicht 4. Siehst du? Das meine ich nämlich damit. Hä, warte mal kurz. Ach nee, alles gut. Machen wir hier zu und... Ach komm, jetzt haben wir die 2 Stück noch über. Hau ich einen dahin. Den anderen dahin. Der Rest ist dann alles Cobblestone with Panel. Da haben wir einen mit dabei, okay. Ei, ich wollte eigentlich nach Home. Enderman, cool. Facade, genau. Das könnten die sogar sein, ne? Aber da brauchen wir noch ein paar mehr von. Wir könnten ja einfach mal diese hier umcraften oder den hier zum Beispiel.
Habe ich hier, genau, Cobblestone with Panel brauchen wir einen von. Und dann painten wir diese Facades einfach mal um. Ne, das ist. Ist das der mit Dark Panel? Okay. Hm. Da muss ich nochmal nachgucken. Ich dachte, der mit. Nee. Den Dark Panel haben wir hier oben bei der Decke da vorne benutzt. Ja. Passt. Alles in Ordnung. Jetzt habe ich natürlich zu wenig. Aber macht ja nichts. Achso, Facades. Ha, genau. Irgendwas ist ja immer. So, Facades. Das ist Painted Glowstone. Cool. Oh, die 7 können wir nochmal eben umbauen. Dann gönne ich mir nochmal eben so einen leckeren, fleischbaren. Ja, bester Gamer, das könnten wir machen. Also das ME-System entfernen, beziehungsweise vom Strom erstmal trennen, während wir es nicht nutzen. Ja. Mal sehen. Huch. Bin ich doof? Es ist immer noch... Hä? Warte mal. Jetzt werde ich langsam blöd, glaube ich. Oh Mann. Oder bleibt das bei dem? Nee, das. Ach so, das bleibt Painted Glowstone. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Dann kann ich ehrlich gesagt nichts damit anfangen. So, nochmal Facade. Machen wir jetzt einfach mal 7. Dann bleibt der Glowstone anscheinend Glowstone, okay. Muss man auch erstmal wissen. Und ich habe mich ausnahmsweise mal nicht verzählt, okay. Gut, also. Generator ist an den Input angeschlossen und die Dynamos sind an den Input angeschlossen. Gut, das haben wir. Jetzt müssen wir eigentlich nochmal mit einem Tesseract arbeiten, damit wir kein Problem mit den Solar Panels bekommen. Und zwar muss das ein Input-Ding sein, genau der hier. Und das hier ist Output, das ist Output und der andere ist Input. Na genau, okay, wunderbar. Das heißt, wir bräuchten nochmal 2 Tesseracts. Und dann können wir auch endlich mal die Solarpanels da hinstellen, wo sie nachher eigentlich sein sollen. Nämlich auf jeden Fall nicht hier. Ja. Einmal, zweimal. Hier, warte mal, wir brauchen nochmal 8 Enderperlen, genau. Hauen wir die da rein. Und das, ja, wir müssen 2 Tesseracts bauen, weil wir diese ja diesmal als Input machen wollen und nicht als, doch, als Input, genau. Und nicht als, Output. Daher brauchen wir wieder 2 Stück. Und dann suchen wir uns demnächst mal ein schönes Plätzchen für unsere Solar Panels. Und am besten machen sich Solarpanels auf dem Dach. Jo. Da würde ich sagen, wir setzen den einen Tesseract einfach hier in die Mitte. Und werden dann nachher, also fangen wir hier an mit den Solarpanels. Und werden früher oder später dann unser Dach damit ein wenig bestücken. Ich denke nicht, dass wir alles vollcraften werden. Aber man weiß ja nie, ich möchte mir ganz gerne diese Möglichkeit offen halten. Achso. So, die rein. Dann craften wir den Tesseract nochmal eben fertig. Ja, Solar Panels werden wir noch mehr craften als nur einen. Keine Panik. Ach ja, stimmt. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Muss ich ja sagen. So, jetzt haben wir...
Achso, müssen wir es auch konfigurieren. Eventuell müssen wir den nochmal umbenennen. Warte mal kurz. Muss das Ding umbenennen. Weil das ist nämlich Energy Core Out. Wobei ein Out reicht uns eigentlich. Ah ja, genau. Jetzt hat er es umbenannt. Jetzt müssen wir nochmal überprüfen, ob der andere Tesseract das übernommen hat. Was sollte er eigentlich, ne? Genau, out. Wunderbar. Okay. Das heißt, wir können jetzt den anderen Tesseract unten hinstellen und sagen dem, dass das dann der Input ist. Ja, ich weiß, ein Solar Panel ist noch im ME. Das ist korrekt. So, das ist dann Nummer 9. Alter Falter. Energy for In. Und du sagst, achso, Item Mode ist gar nichts, ist blockt. Fluid ist blockt. Achso, ja, Receive, genau. Haben wir. Dann gehen wir nochmal schnell aufs Dach. Huch. Du bist auch Energy Core in und machst hier auch blockt und sagst dann Send Only. Zack. Und jetzt könnten wir eigentlich mal rein theoretisch unsere Solar Panels holen. Alter Leute, ich bin echt langsam offen, ne? Das ist so, ach, jetzt habe ich den Müll wieder aufgesammelt. Weg damit. So. 6 Stück kommt hin. Und das machen wir einfach mal so. Wir nehmen auch dafür die dicke Leitung, weil wenn wir... Ach nee, die muss auf die Leitung drauf, ne? Kann das sein? Oh mein Gott. Ich glaube, die müssen auf die Leitung drauf. Ja, anscheinend schon. Oder? Nee. Anscheinend geben die Energie ab. Irgendwie so wenig. Warte mal kurz. Es scheint auch zu gehen, wenn die hier nebendran stehen. Ach so, ich weiß, warum das so langsam geht. Das liegt daran, pass auf. Wir können nur 1024 RF pro Tick transferieren, deswegen ist es zu wenig. Haben wir das auch geklärt? Gut. So. Jetzt ist die Frage, was sagt unser Energy Core dazu? Füllt sich auf. Zwar nicht viel, aber er scheint das im E-System zu wuppen, plus Ender Quarry, die allerdings momentan kein Speed-Upgrade hat und wird es auch erstmal nicht bekommen. Der Kollege bezieht seinen Strom von hier hinten, das funktioniert. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen hier mal eben Solar, holen das eine Panel noch raus. Huch. Und craften unter Umständen noch ein weiteres, wenn wir genug Redstone hätten. Und das ist momentan ein Problem. Weil eben die Ender Quarry die ganze Zeit nicht lief. Aber das Ding können wir oben schon mal mit hinstellen. Ich stelle es jetzt mal auf diese Seite hier. Sind 7 Stück. Wir bräuchten nur ein weiteres für ein großes. Nur ein einziges. Verdammt, und wir haben nicht genug Redstone. Was ich jetzt nochmal eben mache, weil es mich gerade so aufregt, ist, diese Baumfarm nochmal zu resetten. Das habe ich befürchtet. Irgend so ein Belladonna-Seed. Keine Ahnung, wo der herkommt. Sehr merkwürdig, das Ganze. Gut, dann pflanzen wir den Kollegen wieder oben drauf, schmeißen das Upgrade rein. Dann könnte ja unter Umständen was passieren. Hier diese kleinen Solar-Panels von Ender.io, die lassen wir hier einfach liegen. Das sollte eigentlich hinhauen. So, dann solltest du wieder... Genau, funktioniert wieder.
Wunderbar. Dann werden auch so langsam unsere Dynamos wieder anfangen zu arbeiten und wir sollten dann auch wieder mehr Energie zusammenbekommen. Es geht bergauf. Wir haben das Schlimmste von unserem Energiesystem, glaube ich, überstanden. Was wir noch machen müssten, ist Folgendes. Der hat noch genug Energie. Ja gut, der war auch an den Solarpanels angeschlossen. Jetzt müssten wir auf jeden Fall nochmal untersuchen, diesen Fall. Ach, die Energie geht von da hoch, ne? Warte mal. Ja genau, die Energie kommt von hier. Ein Solarpanel soll noch oben bei den Maschinen liegen. Ich glaube nicht. Oder ist es hier in den Hopper oder so gefallen? Warte mal. Ich meine nicht. Also ich meine, wir hatten 6 und das war das 7. im System. Weil das war auch so die Zahl, die ich im Kopf hatte. Oder ist es in die Maschinen rein? Nee, denke ich nicht. Nee. Sollte eigentlich so passen. Oh, guck mal. Wir brauchen LED. Gut, dann kann der Kollege schon mal weitermachen. Nächstes Ding ist das. Wir haben nur noch 713 Redstone. Okay. Double Compressed Cobble, das können wir mal zurückcraften. Weil nur Cobble haben wir ja in unserer Deep Storage Unit drin. Das entlastet das ME-System ein wenig. Das können wir zurückschisseln und das können wir zurückschisseln und das können wir wegschmeißen. Ich räume jetzt nochmal eben kurz ein bisschen auf. Wir haben heute richtig viel Müll fabriziert. Und da möchte ich dann doch ein bisschen, ja, ich sag mal, für Klarheit sorgen. So, Cobble. Oh. Cobble und nochmal Cobble. Nether Redstone. Ah, könnte ich gleich mal gucken. Könnte ich mal schauen, mal sehen. So, Cobble kann rein, das kann rein, das kann rein. Ja, Capacitor Banks können auch erstmal rein. Redstone. Ja, ein bisschen was haben wir noch, aber nicht allzu viel. Aber können wir erstmal durchhauen. Ich meine, da kommt ja einiges raus bei dem. Oh, bei dem Nether-Gedöns. Da können wir erstmal so einen richtigen Schwung haben, Glass von bauen. Das ist nice. Dann die Kabel können ins System. Die Kabel können ins System. Die Fackeln können rein. Das kann erstmal rein. Und hier können wir auf jeden Fall nochmal LED nachlegen. So 2 Stacks vielleicht erstmal. Dann sollte der sich auch erstmal nicht beschweren. Ja, war jetzt nicht allzu viel. Aber habe ich befürchtet. 34, warte mal, vielleicht reicht das schon. Ach, jetzt renne ich wieder runter. Naja, egal. Nee, uns fehlen 190 Redstone, ansonsten wäre alles da. Ärgerlich. Ich würde das Ding aber am liebsten nochmal eben starten. Funktioniert das hier noch? Ja, tut es. Ich baue noch mal eben 2 Acceleration Card. Oder haben wir noch welche? Nee, haben wir nicht. Ja, also, MacMüller, ich habe genug vom Energiesystem. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir gerade den Rest gegeben. Ich möchte noch mal eben 2 von diesen Karten bauen. Achso, da fehlt wieder die Grundkarte. Das war ein Calculation-Prozessor, ne? Genau. Start. Ja, ich möchte nochmal eben hier, wenn das denn funktioniert, diesen Calculation-Prozessor bauen. Ah ja, geht. Und den einen Import-Bus noch etwas beschleunigen. Einmal, zweimal. Und dann würde ich ganz gerne das Speed-Upgrade nochmal ausprobieren, was so die Ender-Query angeht. Wir riskieren es einfach mal. Mal sehen. Bin ich gerade ins End gelaufen, ich Idiot? Ich wollte doch ins Deep Dark. Ach ja, diese alte Gewohnheit kann man nicht ändern. Also wie gesagt, ich bin auch langsam ziemlich müde. Und ich sag's, glaube ich, immer wieder. Also ich ziehe echt meinen Hut vor Leuten, die echt so einen 24-Stunden-Stream durchziehen.
Ja, drei Stacks hin oder her, das ist ja lächerlich eigentlich. Oh. So, Mr. Speed Upgrade. Da könntest du eigentlich hin. Der Gerät arbeitet und jetzt gucken wir nochmal ins ME-System, mal gucken, was das dazu sagt. Wenn der Bug wirklich nur an dem Security Terminal lag oder an dem anderen Ding, dann sollte das jetzt eigentlich funktionieren. Wow! Habe ich gerade Redstone gesehen. Das ist so geil, ernsthaft. Aber es scheint jetzt zu gehen. Scheint tatsächlich zu gehen. Da war nochmal Redstone gerade, gar nicht mal so wenig. 869. Ich gucke nochmal kurz, was unser Energy Core sagt. Die Dynamos arbeiten jetzt wieder. Da müssen wir runter. Alter, zieht das Ding viel Strom. Junge, 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 da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Solar-Panels bauen. Krass. Aber ich werde das Ding eben so lange mit dem Teil laufen lassen, bis wir genug Redstone zusammen haben. Und dann geben wir das Teil noch in Auftrag und dann machen wir Schluss für heute so langsam. 924. Kann nicht mehr so viel sein. 90 nur noch. 90, Leute. 953. Das ist so übel. Ja, und dann müssen wir demnächst auch mal gucken, dass wir hier für den Limestone, für Diorit, Granit und Dirt, dass wir da noch Deep Storage Units bauen, genauso wie für Marble und Andesit auch. Und dann können wir das System mal wieder so ein bisschen entlasten. Ich glaube, das ist auch keine schlechte Idee. Und dann müssen wir auch noch mal gucken, dass wir, ja, dann im nächsten Stream auf jeden Fall noch mal weiterbauen mit dem ME-System. Weil das wird noch mal aufwendig. Und ich denke mal, ja, wir verschieben die ME-Umbaugeschichte auf den nächsten Stream dann. Dann sollte es auf jeden Fall hinhauen. 35 Redstone noch. Oh, gleich haben wir es. Ja, und wie gesagt, auch die Reste vom Energiesystem werden wir dann auch im nächsten Livestream dann umbauen. Und wir haben dann noch einen Follower, FloCoolman2. Dankeschön und willkommen in der Human Unity. Es wird sich garantiert das ein oder andere anstauen, Steffen. Weil noch nicht alles aussortiert wird. Aber Redstone wird auf jeden Fall durchgehauen, außer dieses Nether-Redstone-Gedöns. Ja. Aber die wichtigen Sachen werden schon mal verarbeitet. Ja, ich denke, das sollte reichen. Start. So. Solar Panel baut. Ich gehe noch mal kurz ins Deep Dark und baue das Speed Upgrade wieder ab, weil wir ansonsten zu viel Energie verbrauchen. Dafür fehlen uns noch die ein oder anderen Solar Panel. Aber wir wissen, dass es funktioniert und dass das Ding auch richtig viel Energie bekommt. Davon ab, weil wir ziehen das durch den ganzen Tesseract durch. Ist ja klar, dass das Teil dann viel zieht, ne? Ist ja logisch. Und okay. Ja, ich würde sagen, wir lassen den Kollegen in Ruhe craften und wir machen jetzt Schluss mit dem Stream. Wir haben richtig viel geschafft. Ich muss mir diese Räumlichkeiten nochmal angucken. Wir können glücklicherweise per Charm of Dislocation dahin. Dem Enderman scheint es hier auch ganz gut zu gefallen. Unser Core kann von Mios noch mehr Energie fressen, das ist kein Ding. Jo, was sehen wir im nächsten Stream? Wir werden hier noch so eine Art Server-Rack hinbauen. Mit den ganzen ME-Speicherzellen und so weiter, damit wir hier auch ein bisschen voll werden, also von der Räumlichkeit her. Und dann wird hier in dieser Halle ein Verarbeitungssystem entstehen vom ME-System. Das Ding lässt sich natürlich noch bei Bedarf erweitern in alle Richtungen, deswegen bin ich hier mit dem Gang so weit weggegangen, beziehungsweise weit weg vom Gebäude, sodass wir halt genug Platz haben, um hier bei Bedarf noch zu expandieren. Dann wird das hier noch geändert. Ich habe nämlich den Plan, dass wir hier oben, dass man ungefähr von dieser Höhe aus guckt, dass wir hier so eine Art Kontrollraum bauen, wo nachher die ganzen ME-Terminals sind, die wir brauchen, um das Ding zu bedienen. Ebenso werden nachher oben im Haus die Terminals sein, um das Ding zu bedienen, so als Backup oder Redundanz, sagen wir das mal so. Und ja, die Uptime ist nicht vollständig, weißt du ja. Wir hatten so ein paar Unterbrechungen, vermutlich dank Twitch und das erste Mal dank mir. Kann passieren, ist so. Ja, wie gesagt, dann kommt hier oben so ein kleiner Kontrollraum hin, wo man wunderbar das ME-System nachher überblicken kann.
Und ich glaube, das wird dann nachher eine richtig coole Sache und das wird uns auch noch eine ganze Weile beschäftigen. Ja, ansonsten hat mir das Energiesystem wirklich den letzten Nerv geraubt. Also ich war nach dem Stream noch nie so müde und fertig. Aber das kann mal vorkommen. Hier unsere Erzverarbeitung arbeitet jetzt auch wieder wunderbar. Das war der, genau, Dustverarbeitung, genau richtig. Ja, wunderbar. Wir haben richtig viel geschafft heute. Hier sind es auch noch so ein paar Sachen, die wir noch schön bauen müssen. Dazu kommen wir dann aber auch später. Ja, eventuell könnten wir das über die Quantumringe machen, das ist richtig, weil so eine Dance-Leitung hier kreuz und quer durchs Haus zu legen, das wird richtig aufwendig. Da müssen wir dann mal schauen. Aber auch da haben wir ja schon ein bisschen was vorbereitet jetzt. Und bevor ich euch jetzt noch weiter zuquatsche und mich selber vom Schlafen abhalte, was sowieso noch nicht stattfinden kann, weil ich noch hochladen muss, würde ich sagen, wir machen Schluss mit dem Stream. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, wir hatten zwischenzeitlich mal kurz die 50 Zuschauer geknackt. War richtig geil heute. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und danke an Kratzwurst für die Chatmoderation. Danke auch an Nightbot für die Chatmoderation. Und natürlich auch danke an alle Zuschauer. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beziehungsweise morgen in irgendeiner Folge. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und gute Nacht. Tschüss.